Hallihallo, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. Manny ist wieder da, ich bin auch wieder da, aber im Gegensatz zu mir. Ich fürchte, Dom lässt mich einweisen, wenn ich aus dem Fenster spaziere. Ja. Ich wünschte, irgendwie, mir würde es gehen wie Manny, weil. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder gesund, weil ich nicht krank werden kann. Ich fürchte, Dom lässt mich einweisen, wenn ich aus dem Fenster spaziere. Okay, dann gucken wir mal, was er in der Schublade hat. Schubladen? Mein Schreibtisch hat keine Schubladen. Hey, weg da, Calavera. Hey, weg da, Calavera. Okay, wir können hier bei Domino nichts angrabbeln. PC. Hey, Dom, wie lautet das Passwort für deinen Bildschirmschoner? Verschwinde von meinem Computer, Manny. Nicht tragbar. Hey, Dom, wie lautet das Passwort für deinen Bildschirmschoner? Verschwinde von meinem Computer, Manny. Keine Nachrichten in Doms schicker roter Rohrpost. Schicker roter Rohrpost. Das hebe ich nicht auf. Es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Wo ist denn ein Schloss? Das dicke Ding hier? Das Scalp oder was? Okay. Dann quetschen wir mal mit Domino. Hi. Na, wenigstens schlägst du dich nicht mehr mit deiner Sauferei rum. Hey, Kelly. Wie geht's, wie steht's? Und? Wie lief's bei der Vergiftung? Nun, sagen wir, diese Schwester Calabesa hat eine geheime Leidenschaft. Für Züge. Du hast eine Nonne gekriegt? Amen. Und du hast ihr ein Ticket für Zug Nummer 9 verkauft? Tschu-tschu, kleiner Freund. Und? Wie hast du so abgeschnitten? Ich frage mich halt, warum er Mundschutz trägt. Er ist ja kein Boxer. Und er kämpft ja gegen niemanden, außer gegen den Boxer. Aber gut. Können wir ihn eigentlich anlügen? Gucken wir mal. Ich habe sogar zwei Nonnen. Hey, das erinnert mich an einen tollen Witz. Kenn ich schon. Ich würde dir gern eins in die Fresse hauen. Oh nein, hatten wir das nicht schon auf der Weihnachtsfeier? Was war denn auf der Weihnachtsfeier? Kannst dich wohl an gar nichts mehr erinnern, was? Kleiner, vielleicht solltest du in Zukunft lieber bei Limo bleiben. Nee. Ich muss dir noch was sagen. Schön, mein Junge. Lass alles raus. Du hast keinen Grund, dich vor mir zu fürchten. Tu ich auch nicht. Weißt du, dies war mal mein Büro. Ja, ich weiß. In den Schubladen waren ein paar Comichefte, in denen dein Name stand. Ich will mein Büro zurück. Keine Sorge, du kannst dich noch lange genug daran erfreuen, wenn ich erstmal befördert worden bin und du noch immer hier rumhängst. Ich glaube, du führst irgendwas im Schilde. Genau. Ich werde diese Woche 4 Premium-Pakete verkaufen. Du Sack. Ich finde, wir sollten im Team arbeiten. Als Partner. Oh, Manny, ich würde ja gerne. Aber ich bin viel zu schüchtern. Ich kann mich unmöglich mit jemandem zusammentun, der so unglaublich maskulin ist wie du, Manny. Oh, komm schon. Ich habe schließlich deine Frau gesehen. Ich möchte dich mal was fragen. Spuck's aus, Tiger. So, dann mal husten. Ist es eigentlich schwer, dem Boss so ganz ohne Lippen den Hintern zu küssen? Hey, wenigstens riskiere ich keine dicke Lippe. Ganz im Gegensatz zu dir. Bess? Was hast du getan, um diesen Job zu bekommen? Du willst wissen, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Nein, ich meine, was hast du verbockt, um hier in der DOD zu landen? Welche Sünde hast du begangen und wie lange musst du sie hier abbüßen? Das könnte ich ebenso gut dich fragen. Leider kenne ich die Antwort nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich getan habe. Welch ein Zufall. Ich kenne meine dann auch nicht. Kann ich einen deiner Kunden haben? Klar, Cal. Sobald ich einen finde, mit dem du klarkommst. Mit deinen Kunden komme ich locker klar. Vor allem, wenn das dein bester Schwinger war. Warum kriegst du immer nur die guten Kunden? Da fragst du den Falschen. Geh zum Spiegel.
und schau dir den Kerl darin lange und gründlich an. Nein, danke. Ich hab nicht halb so viel Spaß daran wie du. Du bist wohl ziemlich außer Atem. Ich verpfeif mich dann mal lieber. War mir ein Vergnügen, Karl. Okay, mit Domino können wir hier weiter nichts anstellen. Zum Fenster gehen können wir auch nicht, sonst weist er uns ein und sonst ist hier auch nichts weiter. Okay, und dann gehen wir mal wieder raus. Gehen wir mal zu uns rein. Wie er grinst. Hallo, ich bin der Manny. Ich komm dich holen. Okay. Jetzt werden wir doch mal gerade ins Inventar gucken. Wir haben Brot. Wir haben noch mehr Brot. Was? Ein quietschiges kleines Gummikätzchen. Ein quietschiges kleines Gummikätzchen. Ein ganz ordinärer Hundeballon. Keine Ahnung, was so Dingo dran sein soll. Verstehe ich auch nicht. Sieht kein bisschen wie Sherlock Holmes aus. Naja, vielleicht ein bisschen. Was? Ein Ballon ohne Luft. Und unsere Sensehammer. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich glaube nicht, dass wir im Büro mit den Ballons hier irgendwas anfangen können, weil die müssen ja für irgendwas gut sein. Ich würde mich einfach nochmal ein bisschen hier in der DOD umgucken. Da geht's runter zur Garage zu Glottis. Ich glaube nicht, dass wir mit dem noch irgendwas anstellen können. Oder doch? Ach, ich gehe mal hier. Hallo. Da geht's geradeaus, da geht's links und da geht's rechts. Oh, immer das gleiche, Elender. Ihr mit euren feinen Anzügen und eurem arroganten Gehabe steckt Bierflaschen in die Rohrpost. Findet ihr so etwas lustig? Hä? Begreift ihr Typen da oben nicht, dass der Verteiler eine komplizierte und empfindliche Maschine ist? Ihr glaubt, ihr seid was Besseres, was? Nein. Gut. Okay. Der kam von hier. Dann gehen wir mal nach hier. Da hat einer geraucht. Das können wir uns angucken. Ah, der Ex-Chef unserer Behörde. Lange vor meiner Zeit. Ich habe gehört, dass er ein absoluter Sklaventreiber war. Echt? Der war irgendwie 3 Meter groß? Na gut. Ja, ja, genau. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hi. Was haben wir da? Das ist sie, die Nummer 9. Eines Tages bringt sie mich hier heraus. Das ist sie, die ja. Nummer... Lieber nicht. Können wir nicht mitnehmen, okay. Da ist noch was. Mal sehen, wo ich stehe. Don Copal, Domino Hurley, Junior-Verkaufsmitarbeiter? Damit meinen die doch wohl nicht mich. Ich kann es mitnehmen. Das sitzt ziemlich fest. Okay, bei dem anderen sagt er wahrscheinlich auch noch das Gleiche. Was ist denn das? Das, was hervorgehoben. Guck mal da, Feuerlöscher. Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Echt? Nehme ich mit. Geil, wir können es mitnehmen. Schnell einpacken. Bevor der große Typ von eben wiederkommt. Das scheint wohl diese besagte Verteileranlage zu sein, nehme ich mal an. Können wir die öffnen? Das Rad dreht sich nicht und die Tür bewegt sich kein Stück. Das Rad sollte sie öffnen. Das hebe ich nicht auf. Okay. Weiter geht's ja auch nicht. Okay, das heißt, wir können ja noch nicht viel machen. Okay, dann gucken wir uns noch mal weiter ein bisschen um. Da ist die Verteileranlage, da kommt er gerade her. So, gehen wir mal in die andere Richtung. Was ist hier? Das ist eine Särge. Für alle, die es vorziehen, ungestört zu reisen. Ich will mir keinen Bruch heben. Bruno, bist du hier irgendwo drin? Die haben ihn wohl schon abgeholt. Okay. Da sind die Lampen, Kartons, irgendwelche Fässer. Noch ein Sarg. Das ist der einzige Sarg, mit dem wir interagieren können, diese Dinger hier. Daraus kommt eine der Chemikalien für unser Verpackungsmaterial. Oh ja, können wir den benutzen. Bäh.
Ach, dieser Geruch. Geil, können wir es mitnehmen? Okay. Tja, Manny, was macht man jetzt? Ich überlege gerade. Haben wir denn irgendwas im Inventar, was wir benutzen können? Vielleicht brauchen wir das Zeug, ja, ich weiß es nicht. Ja, mit einer Karte macht ja keinen Sinn, voll zu schmieren. Brot auch nicht. Können wir die Katze mitnehmen? Können wir die Katze nehmen? Was macht ihr mit der? Der reibt die da dran, alles klar. Okay, Manny, ich glaube, das bringt uns nicht viel. Dann gucken wir nochmal. Können wir den Dingo nehmen vielleicht? Das ist bescheuert. Okay, Sherlock Holmes wird euch echt den gleichen Effekt haben. Was ist mit dem leeren Ballon? Können wir den nehmen? Auswählen. Ach. Echt jetzt? Was haben wir denn jetzt? Was ist das? Hä, wo hat er den jetzt? Hallo. Achso, ist der Feuerlöscher. Können wir den untersuchen? Achtung, Feuerlöschsystem, nicht berühren. Dieser Ballon ist mit einer hellen Chemikalie gefüllt. Okay. Das heißt für mich, wahrscheinlich brauchen wir von dem anderen noch eine, oder? Dann nehmen wir den mal. Auswählen. So, und dann ein bisschen davon noch. Okay, wie wir gesehen haben, wenn wir beide miteinander verbinden, kommt da so eine komische Spachtelmasse oder was es sein soll raus. Aber ich weiß nicht ganz genau, was uns das bringen soll. Ich meine, glaubt es die zu geben, was soll der damit? Draußen macht auch keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn irgendwie. Gehen wir nochmal hoch. Weil hier unten ist ja nicht mehr viel zu machen, glaube ich. Oder können wir runter mal zu Glottis und mal gucken, was bei dem so geht? Glottis! Hallo! Manny ist wieder da! Hi! Hallo? Was? Glottis! Hallo! Klopfen wir mal an. Können wir reingehen? Abgeschlossen! Auf dem Schild steht... Bin auf dem Schrottplatz. Juhu! Okay, Glottis ist auf dem Schrottplatz. Das heißt, mit dem können wir ja nicht interagieren, weil er nicht da ist. Was mache ich denn mit diesem Verpackungsschaum? Das will mir nicht so ganz anbläuen. Können wir die Eva vielleicht zeigen? Hat die da Bock drauf? Können wir sie damit vielleicht beeindrucken? Hey Eva, guck mal, ich hab was für dich. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay, Eva will das nicht haben. Hat Domino vielleicht Lust darauf? Hey Domino, ich hab was für dich. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay, das geht nicht. Okay. Ich meine, so viele Möglichkeiten bestehen ja nicht mehr. Warte mal, können wir die da reinstecken? Ja! Krass! Hey, Vorsicht da unten! okay, das heißt, die Verteileranlage wird dann irgendwie sabotiert, dadurch, dass wir die Dinger da reinstecken. Interessant. Okay, dann machen wir das mit dem anderen auch nochmal. Gut. Auswählen. Und ab dafür. Go! Yeah! Das klingt nicht gut. Echt? Warum? Kein Luftdruck. Der Server muss abgestürzt sein. Machen wir mal zu. Wie wahnsinnig. Ich stelle hier doch keinen Unsinn an.
Der Server ist wieder abgestürzt. Naja, das kennen wir doch schon. Tun wir das? So, falsch. Da müssen wir runter. Hier ist der Server. Gucken wir doch mal, was mit dem Server so geht jetzt. So. War der hier? Ich glaube schon, oder? Ja, wo geht der denn jetzt lang? So. Ah, guck mal, der hat die Tür geöffnet. Ach, der repariert den. Oder was? Die Musik. Aber gut. Bevor wir uns in diesen Serverraum begeben und mit diesem, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, Hausmeister oder so, oder Werkstattmann, irgendwie, keine Ahnung, obwohl der Glottis ist ja der Mechaniker. Wie dem auch sei, auf jeden Fall danke ich euch schon mal fürs Zusehen bei Grim Fandango Remastered. Wenn ihr wollt, schaltet in der nächsten Folge wieder ein und gehabt euch wohl, ich wünsche euch was Schönes, habt noch eine schöne Zeit und bis dann.